Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier bei Liebherr auf dem Stand und bei Liebherr gibt es eine Neuheit und das könnte eine Revolution werden im Kranbereich. Und wie so oft steckt ja der Teufel im Detail. Und in diesem Fall steckt das Detail hier in so einem Seil. Weil jeder Kran hat natürlich ein Seil. Wisst ihr, ob das ein Turmdrehkran ist, ob das ein Raupenkran ist, ein Fahrzeugkran. Aber ein konventionelles Seil ist ja so ein Stahlseil. So, und da habe ich das Problem, ich kann es relativ schlecht biegen. Und wenn ich es biegen möchte, brauche ich viel Kraft. Und es ist relativ schwer. Und hier sieht man eigentlich den Unterschied. Dieses hier ist ein neuartiges Seil, was Liebherr nach eigenen Angaben in 10-jähriger Entwicklungszeit zur Marktreife gebracht hat. Und das ist ein synthetisches Seil. Ich habe hier um die 3 Kilo und hier habe ich gerade mal 20% des Gewichts. Das heißt, diese synthetischen Seile sind 5-mal leichter wie ein konventionelles Stahlseil. Und das hat man hier eigentlich mal ganz gut veranschaulicht. Rechts dort an der Waage habe ich ein Stahlseil. Hier habe ich 5 von diesen neuartigen synthetischen Seil. Der Werkstoff hier ist ein sogenanntes hochmodulares Polyethylen, also mit langgestreckten Molekülketten. Dadurch bekommt man eine unheimliche Festigkeit. Der Sinn jetzt oder der Benefit bei der Anwendung im Kran ist erstmal, dass ich wenig Kraft aufwenden muss, um das Seil auf die Seiltrommel aufzurollen. Dadurch kann beispielsweise auch die Hakenflasche viel leichter ausfallen, nämlich 50%. Und wenn ich jetzt einen großen Kran habe und habe beispielsweise eine Hakenflasche, die 2 Tonnen hat, dann sind diese 2 Tonnen Gewicht zu großen Teilen eigentlich nur dafür da, dass das Seil gespannt ist, wenn ich jetzt eine Leerfahrt mache. Wenn ich jetzt mit diesem Seil unterwegs bin, dann kann ich dort schon mal 50% sparen. Das können bei einem großen Kran durchaus 1 Tonne sein. Die Lebensdauer ist hier um den Faktor 11 höher. Und diese 11-mal höhere Lebensdauer kommt dadurch, dass ich ja das Seil immer biegen muss. Und irgendwann habe ich bei einem Stahlseil Ermüdungsbrüche. Dann muss das irgendwann ausgetauscht werden. Dieses hält, wie gesagt, laut Liebherr 11-mal so lange. Wenn dieses Seil verschleißt, dann werden irgendwann rote Fasern sichtbar. Und je nach Grad dieses Anteils an roten Fasern habe ich dann meinen Verschleißindikator. Wenn alles rot ist, ist die Lebensdauer quasi erreicht, da muss das Seil ausgetauscht werden. Und letzten Endes bekomme ich dann eine Gewichtsersparnis in der Praxis bei einem größeren Kran von 1 Tonne oder mehr. Und gleichzeitig steigt auch die Nutzlast. Wenn ich einen Turmdrehkran habe, dann kann das an der Spitze durchaus 1/2 Tonne ausmachen. Weil ansonsten ist ja auch mein Seil immer Teil der Nutzlast, die ich eigentlich habe. Also im Prinzip kleines Detail, aber große Wirkung. Weiter geht's. Was gibt's hier? Hier gibt's natürlich die großen Sachen, wie zum Beispiel hier den Liebherr 79 SME, also Super Mass Excavation. Da geht richtig was. Aber es gibt natürlich auch kompakte Sachen, zum Beispiel Kurzheckbagger. Liebherr hat 2005 den ersten Kurzheckbagger gebracht, den 924 Kompakt. Wenn ich an Kompakt denke, dann denke ich ja eigentlich auch an sowas hier wie den 914 Kompakt. So ein Mobilbagger, der in der Innenstadt sein Metier hat, wo du eben über den geringen oder nicht vorhandenen Überhang beim Schwenken entsprechend gut in der Stadt arbeiten kannst. Aber an sowas wie da denke ich eigentlich nicht. Das ist nämlich jetzt hier Weltpremiere. Liebherr 936 Kompakt. Kannst euch verraten, ich habe einen Termin mit dem Uli Sonnenburg. Den treffen wir jetzt mal und den fragen wir mal zu dem 936. Uli, grüß dich. Hi. Für die Leute, die den Uli noch nicht kennen, blenden wir gerade mal unser erstes mit eines der ersten Interviews ein, 2005 hier auf der Intermat. Im Bereich Abbruchbagger stellt Liebherr auf der Intermat den R954C in der Abbruchversion vor. Eine Maschine mit 240 Kilowatt installierter Motorleistung und in der ausgestellten Version mit einem Betriebsgewicht von ca. 72 Tonnen. Uli, seit 2005 hat sich ja einiges getan und ich habe schon gerade gesagt, ich bin hier vorhin auf den Stand gekommen und dachte, mich trifft der Hammer. 936 Kompakt, Kompaktbagger, Kurzheckbagger in der 35-Tonnen-Klasse. Warum so groß? Ja, warum so groß? Weil wir also festgestellt haben, dass unsere Kunden, die Straßen bauen, breite Straßen, Autobahnen oder gerade im schweren Kanalbau nach diesen Vorteilen eines Kompaktbaggers gefragt haben. Das heißt, auf einer Spur zu arbeiten und die Spur nebendran dort den Verkehr fließen zu lassen. Und das heißt einfach ein größeres Modell, ca. 35 Tonnen,
mit einem geringeren Schwenkradius. Ja, aber ihr habt also zwischen 25 Tonnen, habt ihr nicht noch einen 30 Tonner dazwischen, sondern direkt 35 Tonnen. Warum ja. direkt 35 Tonnen? Weil die Leistungsanforderungen der Kunden eben auf diese 35 Tonnen gepasst haben. Da geht es also wirklich um die Traglasten, ja. die hohen Traglasten, die Löffelgrößen oder auch im schweren Kanalbau die Traglasten, die gefordert wurden. Das heißt, Löffelgrößen können wir jetzt bis wie viel Kubik gehen? Also hier können wir bis 2 Kubik ranmachen. Die ist natürlich abhängig von der Ausrüstung, ganz klar. Und natürlich auch von der Ausstattung, Unterwagen, Gesamtgewicht des Gerätes. Ne? Motorseitig? Stage 4? Motorseitig haben wir hier Stage 4, also Abgasstufe 4. 190 Kilowatt, die Maschine bringt. Und das Besondere ist, dass wir auf dem Bagger ein 2-Pumpen-Hydrauliksystem haben. Normalerweise kennen unsere Kunden auf dieser Geräteklasse ein 3-Pumpen-Hydrauliksystem. 3 Pumpen statt 2 Pumpen? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Vorteil? Also die Unterschiede liegen eigentlich im Fahrverhalten und im 2-Pumpen-System gibt es ein anderes Bremsverhalten des Oberwagens und das ist für die amerikanischen Kunden sehr wichtig. Und dieses Gerät wurde also mit dem Hauptmarkt natürlich Europa, aber auch Amerika entwickelt. Dort sehen wir das große Potenzial und daher kam diese 2-Pumpen-Lösung. Ich muss scharf nachdenken, dass mir noch jemand einfällt, der auch so ein Gerät kompakt mit 35 Tonnen. Gibt es nicht so viel, ne? Ja, es gibt heute neben Liebherr noch andere Hersteller, die momentan entweder eine Lösung haben oder demnächst eine Lösung bringen. Was gehe ich für Kompromisse ein bei so einem Gerät? Ja, ich muss natürlich, wir können die Physik nicht überlisten. Wenn ich den Heckschwingradius reduziere, muss ich natürlich Abschläge machen bei den Traglasten. Traglasten heißt Kanalbau, heißt aber auch Löffelgröße. Hier geht es einfach darum, dass ich so wenig wie möglich über die Ketten schwenke. Und unser Ziel war Heckschwingradius unter 2 Meter. Haben wir geschafft mit jetzt 1,98. Sind wir also sehr froh drüber. Und der große Vorteil ist für den Kunden, er kann wirklich den Verkehr auf der Nebenspur fließen lassen. Das heißt, er muss nicht mehr absperren. Da entfallen auch viele Sicherheitskosten auf der Baustelle. Das heißt, du hast jetzt, wenn du schwenkst, wie viel Überhang hast du dann noch? Also wir haben eine Spurbreite hier von, sage ich mal, 1,50 Meter bis hier hin, ja. plus also 1,80, der wird so 20 cm rüberschwenken ungefähr. Okay. Und das 20 cm ist so in dem Bereich, wo du großartig eigentlich da nicht noch groß sichern musst. Und es bleibt noch auf dieser breiten Spur. Darum geht es ja. Ich gucke mir die Ausrüstung an und ich sehe ein Loch. Ja, das ist Bestandteil unserer neuen, sag ich mal, Geräte, unseres neuen Gerätekonzeptes. Wir gehen dahin, dass wir sagen, Zuverlässigkeit erhöhen. Auf der Ausrüstung heißt das, die Anzahl der Schweißstellen zu reduzieren und auch dort, wo ich schweißen muss, die Qualitätssicherung zu verbessern. Und mit dieser Form können wir also vor dem Zusammenbau die Qualitätssicherung des Gussteiles wesentlich verbessern. Ich habe hier Gewicht eingespart. Gewicht einsparen kommt wieder der Löffelgröße oder den Traglasten zugute und natürlich auch ein bisschen der Trägheit oder der Massenträgheit der Ausrüstung. Die Verrohrung ist aber auch anders, ne? Ja. Ihr habt es nicht mehr direkt am Ausleger dran? Gleiche Idee, Schweißungen reduzieren, das heißt also Risiko mindern, Zuverlässigkeit erhöhen. Wir haben die Gewindeplatten weggenommen und jetzt praktisch die Verrohrungen in die Oberfläche des Monoblocks eingeschraubt. Damit haben wir eine ganze Menge an Schweißungen reduziert und das erhöht die Lebensdauer der Ausrüstung. Das klingt für mich immer so. Also guck, wir haben uns das erste Mal vor 12 Jahren getroffen und du denkst da schon, der Bagger, der läuft doch, der tut's doch gut. Das geht immer mehr ins Detail. Seht ihr das wirklich noch als großen Fortschritt oder wo spielt die Musik in Zukunft? Die Musik spielt zukünftig im Bereich Energierückgewinnung, also auch Energieverschwendung zu reduzieren, das heißt tote Massen zu bewegen. Was wir jetzt hier gemacht haben mit dem Loch zum Beispiel. Ja. Energierückgewinnung heißt dann aber auch in Richtung, wie kann ich Drücke zwischenspeichern oder vielleicht sogar hydraulische Drücke in elektrische Energie umwandeln. Aber das ist jetzt Weltpremiere hier. Hier ist Weltpremiere der neuen 36 Compact. Eine der ersten Maschinen. Es geht jetzt also los mit der Produktion.
Jo, und wie gesagt, also momentan die größte, die stärkste, die schwerste und auch die mit den höchsten Kräften in der Klasse auf dem Markt. Kabinentechnisch, ist da irgendwie was anders oder basiert die Kabine jetzt auf den... Das ist unser momentanes Kabinendesign in der Kompaktklasse, die geräumigste Kabine in der Klasse, also einfach für den Fahrer. Das sagt ja jeder, ne? Ja, ja, nur wir haben es nachgemessen und ja? sind auch davon sehr überzeugt. So, motortechnisch, was haben wir hier? Erstmal, wir haben, das ist ein rein Vierzylinder? Ja, ist rein Vierzylinder, Liebherr Baumaschinenmotor. Ja. Besonders bei uns ist, dass wir den also seitlich einbauen, längs. Wir sind der einzige Hersteller, der es so macht. Wie machst du es denn sonst? Hinten ins Ballastgewicht integrieren. Ja. Ja. Und das hat den Vorteil, dass wenn ich mit der Ausrüstung nach hinten schwenke, ich will ja auch einen kurzen Frontschwenkradius haben, ja, dann kann ich mit dem Längseinbau weiter nach hinten schwenken. Ich habe also Vorteile beim Frontschwenkradius. Wie viel kW haben wir hier? 190. Das sind 258 PS. Ja, 258 PS. Ja. Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl. Das ist ein sogenanntes Stützmoment, mit dem wir erreichen, dass der Motor wenig in die Drückung geht. Wir können also mit niedrigen Drehzahlen fahren und sparen somit Kraftstoff und erhöhen die Lebensdauer des Motors. Arbeitsbeleuchtung, Kamera, klar, ist eigentlich obligatorisch. Ja, logisch. Ne? Vor allem gerade, weil wir hier sehr hoch bauen müssen durch die kompakte Bauweise, brauche ich aus Sicherheitsgründen die Seitenkamera. Wir können optional heute auch noch 360 Grad Skyview anbieten. Also diese Skyview oder Birdview oder 360 Grad kenne ich auch vom Auto. Ja. Ich habe letztens einen neuen Sprinter gefahren, der hat das jetzt auch. Mhm. Genial. Du willst eigentlich nichts anderes mehr. Weil du parkst wirklich ein wie im Videospiel und genauso siehst du es ja hier auch. Ne? Und wir müssen weniger parken. Ja. Auf der anderen Seite können hier Leute drumherum stehen und das erhöht natürlich also wirklich sehr. Wenn du so ein Werkzeug hast, dann ist ja auch nicht das Problem, dass der Parkplatz zu eng wäre. Du machst dir dann einfach den Platz. Genau, genau. Ja, cool. Nochmal von hinten gucken. Jetzt muss ich ja eins fragen. Ich sehe den, was ist das, 946? Der hat eine Reflexfolie, keine Rücklichter. Ja. Sind das Rücklichter hier? Es könnten welche sein. Auf dem sind sie es nicht. Jetzt ist die Preisfrage, wo kommt der Oberwagen her? Denn darin findest du die Antwort. In der Größenklasse 35 Tonnen haben wir auch einen Tunnelbagger. Ja. Mit Tunnelbagger brauche ich aus Sicherheitsgründen Rücklichter. Das heißt, der Oberwagen wurde in unserer modularen Bauweise vom Tunnelbagger übernommen. Ja. Und hier praktisch auf einen Standardraupen-Unterwagen aufgesetzt. Und die Rücklichter sind nicht angeschlossen. Die sind jetzt drin. Das ist also günstiger, die zu lassen, bevor wir jetzt auch diese Reflexfolie drauf machen. Ja. Daran kann man erkennen, dass also der Oberwagen im Rahmen der modularen Bauweise weiterverwendet wurde. Ja, Uli, vielen, vielen Dank. Ne? Gerne. Max, wir müssen noch ein paar Sachen hier zeigen. Wir haben noch zu tun in diesem Sinne. Wir sehen uns auf der Bauma und versprochen, da gibt es im Bereich Raupenbagger viel Neues.